Wunderschönen guten Morgen. Ich sage jetzt mal guten Morgen. Für mich ist nämlich guten Morgen, aber ich darf gar nicht sagen, was für eine Uhrzeit das ist. Es ist nämlich Sonntag und ich musste. Wieso rede ich so leise? Es ist nämlich Sonntag, aber weil es anstrengend ist. Darum. Ich bin wirklich erst gerade aufgestanden, gerade aus der Dusche gekommen. Und ich traue mich gar nicht zu sagen, was für eine Uhrzeit es ist. Die meisten denken jetzt um diese Uhrzeit nämlich schon ans Abendessen. Und ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Und kennt ihr das? Ich bin fast ein bisschen sauer auf mich. Es ist ein Traumtag mit Traumwetter hier draußen in Luzern. Ich habe den ganzen Tag im Bett verbracht. Aber das liegt auch daran, dass ich die letzten Tage einfach so wahnsinnig viel zu tun hatte und dieses Wochenende auch ein bisschen Grund zu feiern hatte. Ich habe nämlich mein Buch gefeiert. Es ist mittlerweile in der Schweiz. Oh, Nala, komm hin! Hopp! Schaut mal, wie groß Nala schon geworden ist. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber ich guck mal, ob ich das Foto noch finde und einblenden kann. Ich habe mal ein Bild von ihr gemacht, wo sie kleiner ist als mein Fuß. Und wie man jetzt sehen kann, ist sie doppelt mein Fuß. Hört mal still, Schatzi. Anyway, ich hatte neben viel Arbeit auch ein bisschen Grund zu feiern dieses Wochenende. Nämlich mein Buch ist in der Schweiz ein Bestseller. Es ist bei Aurel Füssli auf Platz 1. Galana. Und vorhin habe ich gerade gesehen, auch bei Amazon ist es in seiner Kategorie schon Bestseller. Und das freut mich natürlich mega. Dann hatte ich diesen Samstag auch noch eine Buchlesung in Bern. Und das ist so mega schön gewesen. Danke an der Stelle, dass schon alle, die hoch sind. Ja, mehr zu meinem Buch jetzt hier in diesem Video. Ich habe ja nämlich ein kleines Leseformat gestartet, wo ich immer ab und an mal wieder was aus meinem Buch vorlesen werde. Wenn du mich live treffen möchtest für eine Buchlesung, dann schau dir unbedingt die Infobox direkt hier unter diesem Video an. Da verlinke ich nämlich alle meine aktuell bekannten Daten, wo du mich treffen kannst für eine Buchlesung. Ja, auch wenn ich vorhin gesagt habe, man muss eigentlich schon bald wieder ans Abendessen denken. Bei mir ist jetzt erst noch morgens. Das heißt also, womit starte ich meinen Tag seit neuestem wieder, habe ich euch auch schon länger nichts mehr gesagt. Das zeige ich euch jetzt mal wieder. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich letzten Sommer eine Basenkur gestartet habe. Und das habe ich auch jetzt wieder angefangen. Ja, wieso mache ich eine Basenkur? Wieso ist es mir wichtig, dass ich nicht übersäuert bin? Die Meinungen beim Säure-Basen-Haushalt, ob der Körper übersäuern kann oder nicht, gehen definitiv auseinander. Ich persönlich bin der Meinung, dass das möglich ist. Man kann übersäuern, zum Beispiel durch einen ungesunden Lebensstil, viel Alkohol, Stress, Rauchen, wenig Schlaf, ungesundes Essen, unter anderem natürlich auch zu viele tierische Produkte können, sind eher sauer auf den Körper, also Fleisch, Eier, Milchprodukte. Und woran merkt man, dass man eventuell übersäuert sein könnte? Das kann sich zeigen in Symptomen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, unreine Haut, teilweise auch Übergewicht, innere Unruhe, Verdauungsbeschwerden, häufig auch Infekte. Ich persönlich habe früher immer das gemerkt beim Sport, dass ich oft so in meinen Schienbeinen irgendwie so Schmerzen hatte. Und mir wurde damals schon gesagt, ja, das kann sein, dass du zu übersäuert bist, ja, konnte sein. Und damals hat es mir noch nicht viel gesagt, aber heute macht es für mich Sinn. Könnte definitiv einen Zusammenhang gehabt haben. Jetzt, was ist wichtig, wenn man eben nicht übersäuern will, dass man nicht mit diesen Symptomen zu kämpfen hat, wenn man sich eben basenüberschüssig ernährt. Das heißt, Nahrungsmittel, die auf dem Körper, also die basisch sind, dazu gehört natürlich sehr viel Obst, sehr viel Gemüse. Wie gesagt, für mich persönlich jetzt wenig tierische Produkte. Und um eben diese basenüberschüssige Ernährung zu unterstützen, kann man mit einer Basenkur starten. Das mache ich jetzt wieder, um einfach meinen Säuren-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich habe mich letzten Sommer so toll gefühlt nach dieser Basenkur und deswegen mache ich das auch jetzt wieder. Und dazu gehört, dass ich jeden Morgen einen Schluck von diesem Aktiv Basen Plus Wasser in einige Schlücke Wasserglas reinkippe. Also ich mische das, ich trinke das nicht pur, ich mische da so einen Schluck in ein Wasserglas mit etwas Wasser und trinke das runter auf nüchternen Magen immer als erstes am Morgen. Und ich blende euch jetzt eine Tabelle ein,
wo ihr sehen könnt, ihr könnt nämlich anhand des Geschmacks, wie das für euch riecht, erkennen, welche eure Organe übersäuert sind. Und ich finde es also total lustig, das Produkt, das hat nicht einfach einen Geschmack, also ich kann euch nicht sagen, wie das schmeckt. Für den einen schmeckt das leicht salzig, für den anderen so leicht fischig, für den anderen wieder neutral, und je neutraler es schmeckt, desto mehr ist man im Gleichgewicht. Ich kann irgendwie ein bisschen die Worte, ich bin noch nicht so lange wach. So, ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Ich nehme da ein Glas mit ungefähr so viel Wasser und dann gebe ich da einen guten Schluck von diesem Basenwasser mit rein. Dann rühre ich das kurz um und trinke das. Ja, aufgrund meines mehrheitlich gesunden Lebensstils muss ich natürlich sagen, schmeckt das für mich relativ neutral, das Basenwasser. Nur, jetzt sehen wir an meinem Gesichtsausdruck, so nach dem Wochenende, wo ich ein bisschen feiern war, riecht es ein bisschen fischig. Das heißt also Leber, Alkohol, ja. Wenn ich das getrunken habe, dann mache ich mir einen Smoothie und da mache ich am liebsten Apfel, Banane und der Saft einer frischen Bio-Zitrone. Und da gebe ich dann einen guten Esslöffel von diesem Aktivpulver hinzu. Das besteht aus Bio-Leinsamen, Bio-Brennnessel-Extrakt und was war es jetzt noch? Flohsamenschalen, Bio-Flohsamenschalen. Genau, diese Sachen sind da drin und die unterstützen die Verdauung. Des Weiteren empfehle ich euch Sangomeres-Koralle. Das finde ich allgemein gut. Sangomeres-Koralle, das gibt das perfekte Verhältnis von Magnesium und Calcium her. Und das Produkt ist natürlich vegan. Ich nehme das in Kombination mit meiner Basenkur am liebsten. Aber hierzu wird keinen Korallen geschädigt, um dieses Produkt herzustellen. Das gewinnt man nämlich aus den Kalkablagerungen, die die Korallen von sich geben. Also ich sage jetzt mal, das Tote, was dann am Boden liegt. Also Tote, nee, man kann nicht mal tot sagen, das sind ja Kalkablagerungen, also das hat nie gelebt. Die Koralle an sich, die Korallenriffe werden selbstverständlich nicht beschädigt, um dieses Produkt zu gewinnen. Aber es ist echt super, um auf natürliche Weise Calcium und Magnesium aufzunehmen. Sangomeres Koralle empfehle ich generell, dass man das regelmäßig nimmt, Calcium, Magnesium, aber in Kombination mit einer Basenkur natürlich top. Wenn du dich auch für eine basenüberschüssige Ernährung interessierst, koch basenüberschüssig. Ich verlinke dir unter diesem Video ein Rezeptbuch mit basischen Rezepten. Es ist aber überhaupt nicht so kompliziert. Einfach generell Produkte, die halt basisch wirken. Also viel Obst, viel Gemüse. Ich sag's euch, das ist so gesund und lecker, wenn ihr so euren Tag startet. So, ich sag euch jetzt Tschüss und schließe jetzt diesen kleinen Einstieg, den ich euch unbedingt zeigen wollte und als Tipp mitgeben wollte, einen weiteren Teil meiner Buchlesung an. Und nicht vergessen, wenn euch mein Buch interessiert, Infobox checken unter diesem Video. Es ist erhältlich zum Beispiel bei Amazon. Also ihr könnt es aus Deutschland, Österreich, Schweiz, überall her bekommen. In der Schweiz zum Beispiel bei Aurel Füssli. Ich verlinke das alles hier unter diesem Video. Ihr könnt natürlich auch einfach in den Buchladen gehen und danach fragen. Eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme: Das Buch ist auf Deutsch, also es ist nicht auf Schweizerdeutsch geschrieben. Also von daher, keine Sorge, ihr werdet es verstehen. Und ja, viel Spaß jetzt bei einem weiteren kleinen Lesungsteil. Tschüss!